So, es ist die Frage, was ist mit dem Bumsinn los? Sicherheitsverschlüsselungsport mit Holographen und Daten zeugen die erforderliche Anstellung. Nee. Ja, mach an den Shit. Techniker konsultieren. Hat der was auf seinem Holoband gesprochen? Wahrscheinlich, ne? Datenpunkte. So. Man muss aber sagen, den letzten Song, den sie auf der Tarnung gespielt haben, hatte Tiefgang. Alter Steve, Alter. Also quasi bei solchen Sachen darf sich mit Steve nicht anlegen, der macht dich Grund und Boden. Das geht zu Fu Vögel, also oben. Nee, was? Frühling, Sommer, Osten. Oh, ernsthaft jetzt. Also. Rechts. Oben. Es ist die Frage, ob das jetzt nach Jahreszeit sortiert werden muss. Eigentlich schon, oder? Frühling kommt als erstes. Also rechts oben, links unten. Machen wir rechts. Oben. Links. Unten. Ihr seid einfach ganz besondere Menschen, ganz ehrlich, ne? Nein. Frühling kommt nach Das im war's. Winter. Klingt zumindest so. So ein Schwachsinn. Das ist leider falsch. Hui. Na 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 na. So, Abfahrt. Benutzt jemand Werkzeuge und ich höre Stimmen. Mehr Eclipse. Es muss noch einen Eingang geben. Das ist die schon. Ach, die ist. Ach so. Die liegt ja mitten auf dem Weg. Jo, was ist hier los? Überhaupt nicht übertrieben, was ja alles. Was hat denn der auf dem Rücken? Lohbehälter. Trottel. Zack. Ja, hast du schon gesagt? Sie sind es tatsächlich. Sie suchen keine Antworten, nur Waffen. Ja, siehst du mal, ne? Wer hat's erfunden? Ah, schönes Ding. Na komm. Na komm, mein Dude. Ja, ist okay. Die kommen nicht rein, oder? Die wollen ja nicht rein. Das ist natürlich belastend. Dein Ernst jetzt? Mann. Kannst du da reinlaufen, bitte? Irgendwie? Nö, will er nicht. Will er nicht. Hat er keine Böcke drauf. Ist okay. Verstehe ich aber. Habe ich volles Verständnis für. Pop, pop, pop. Was ist jetzt hier? Also wann haben wir Feierabend? Sorry. Ich dachte schon, Keine Ahnung. ich nie mehr los. Eine halbe Stunde oder so. Die nehme ich mit.
Reno. Die behalte ich gleich in der Hand. So schaut es nämlich aus. Gott, bin ich langsam. Was haben wir denn hier? Einfach mal nischt. Ein Haufen von nischt. So. Da, ba, da, ba, da. Diese fucking fetten Waffen, ne? Sind einfach so dumm. Nein! Ich gehe zu Fuß. Kannst du mir mal kreuzweise. Nein, nicht schwimmen! Meine Waffe. Dang it. wo zum Fick? Ach, ich muss da hoch. Hm, okay. Also das hier ist nur das Idioten-Auffangbecken. Ah, gut zu wissen, gut zu wissen, gut zu wissen. Eloy, du. Nicht in Ordnung, was du machst. Hüpfi! Okay. Dahin? Nee, hä? Ja, ich hab's nicht. Oh Gott. Also das ist wirklich ein fetter Schwachpunkt nach wie vor. Ne, an dem Spiel. Dass man einfach ums Verrecken nicht sieht, wo man hinspringen kann und wo nicht. Ne, diese kleinen Vogelhaufen da an der Kante, das macht's nicht besser. Für mich kann ich da sprinten müssen, ne? Okay. Es ist so weird. Ne? Egal. Lalala. Und leider schaut das Ganze auch extrem unnatürlich dann aus. Ne? Und dadurch, also die Steinoptik macht es einfach komplett kaputt. Hallo. Ach du Kacke, was ist hier los? Ich glaube nicht. Wir wurden weiter ins Inland gebracht, als Vorsichtsmaßnahme. Andres und Reggie haben... Ach, das ist Server quasi. Ich passe auf sie auf. Wir wissen nie, wo du bist oder wann du kämpfst. Aber bei jedem Vitor rennen die Kinder raus und winken. Ich glaube an dich. Ich weiß, nichts wird mehr wie früher sein. Aber ich glaube an dich. An uns. Ah, ein bisschen bedrückend, ne? Ein bisschen bedrückend. Nicht mal, ob du überhaupt noch lebst. Diese Nachrichten, sie sind angeblich von dir, aber sie klingen so künstlich. Zusammengefügte Sätze. Und du sagst gar nichts zu den Neuigkeiten. Na, das ist auch bitter. Die Eindämmungszone, die Atemgeräte, die Aufstände, One Earth. Was in Dallas Bubble passiert ist, waren nicht die Roboter, Ames. Sie geben mir nicht mal eine klare Antwort, wenn ich wissen will, ob du noch lebst. Sie sagen, wenn noch Nachrichten kommen, bist du noch einsatzbereit. Es ist unfair, Ames. Unfair, dass du nicht hier sein wirst, wenn es zu Ende geht. Ich liebe dich. Wie traurig. Was heißt einsatzbereit? Statusbericht. Neunte mechanisierte Brigade. Kommandierende Offizierin Lieutenant Fiona Morell. Ernsthaft? Die Truppenmoral wird weiterhin von den Gefechten gegen die Pharaoh-Plage ungünstig beeinflusst. Oh, ungünstig. Insbesondere Manik. Wenn diese in Bereichen stattfinden, in denen rekrutierte Zivilistengarden betroffen sind. Der Umfang und die Art der Todesfälle der teils unbewaffneten Zivilisten in diesen Bereichen ist unbeschreiblich. Und Zeuge davon zu werden, verbreitet Hoffnungslosigkeit in der Truppe. Und so fordere ich erneut, dass der Einsatz des 9. MEB wieder auf Einrichtungen konzentriert wird, die für Projekt Zero Dawn entscheidend sind. Und ich fordere erneut ein sofortiges Update über den zeitlichen Ablauf von Projekt Zero Dawn. Also MEB sind mechanisierte Gedönskis. Was war's? Holy shit. War das die? Nee.
Was ist hier oben? Das war hier. Nee. Welcher war denn das jetzt? Hier. Mechanisierte Eingreifbrigade. What the f... Wieso müssen Menschen immer so hart eskalieren, wenn so... Ach, warum? Tut mir leid, Schatz, dass ich mich erst jetzt melde. Die Einsätze werden länger und die Arbeit wird noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen. Ich versuche, dich von außen zu betrachten. Die Leute freuten sich, uns zu sehen. Sie hatten noch Hoffnung. Ich kämpfe für dich. Hatten wir das nicht schon? Was heißt im Original? Ist es kein Original, weil es übersetzt worden ist? Ich meine, es wurde im Spiel hinzugefügt. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate sind es jetzt schon. Mit diesen neuen, ahnungslosen, rekrutierten, wilden Typen. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Ich hoffe, es gibt Nachrichten, Schatz, damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Ah, okay. Das waren quasi jetzt einfach die abgeänderten Nachrichten des Militärs quasi von ihm, die wir unten in seinem Lager, sag ich mal, gefunden haben, in seinem Raum. Also. Nachsynchronisiert heißt ja nicht, dass es nicht zum Original gehört. Heißt, es wurde mit dem Spiel veröffentlicht. Verstehst du, was ich meine? Es wurde im Spiel veröffentlicht und im Auftrag des Spiels ja quasi in andere Sprachen übersetzt. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es nicht das Original ist. No. Wenn es ein Fan-Dub wäre. Wenn es ein Fan-Dub wäre, dann würde ich es verstehen. No. Dann würde ich sagen, ja klar, macht Sinn. So. Du meinst halt einfach in der Origin-Sprache. So. Was war das jetzt? Das war hier. Ich hab's wieder weg. Ja. Operation Kickback. Reno Nevada. Wollen wir uns das durchlesen? Ist echt die Frage. What the fuck? Nee. Bitte nicht. Die haben auf jeden Fall Schabernack mit Leuten getrieben, was ich nicht geil finde. Wer würde das schon geil finden? Das ist so wild, weil das schaut alles aus, als wäre es aus Wachs. Also hier ist gar nichts mehr. Momentan noch nicht. Okay, wieso finden wir Heilung? Nee, okay. Ja gut, da geht die Tür wahrscheinlich auf, müssen wir wieder raus. Was ist das? Das? Eine Karte. Eine Karte wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus. Boah, halt's mal. Darüber reden wir ein andermal. Generell Flacherdler, Alter. Die Pharaoh-Roboter verbrannten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Hui, da halt nicht. Elizabeth, dieser Name, ne? Hallo. Ich denke immer, dass wir nicht durchkommen. Wie hat sie gewonnen? Sie hat sich selber eingespeist. Oder sie hat gar nicht gewonnen, ist halt auch die Frage. Das ist der Horus, ja, das habe ich schon mitbekommen. Die Eclipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Metal Devil. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder?
lol. Vorsicht! Na gut, der ist nicht gedamaged, ne? Fuck dir. Ist halt echt die Frage, wie viele sind es? Sind oben auch noch welche? Nee, oder? Da ist noch einer. Da hinten sind bestimmt noch 10.000 irgendwo in den Ecken drin. Da wird schon wieder. Ich hätte schon wieder angekackt. Da ist noch einer. Was ein Arsch. Ein Lagerfeuer, können wir speichern. Ich sehe sonst keinen mehr. Das ist Stealth. Das ist uncool, Mädel. Oh mein Gott. Oh, what? Okay. Wie mache ich selbst? Der Scheißding kann kaputt gehen. Ungünstig. Ungünstig würde ich das fast nennen. Hat der noch irgendeinen Schwachpunkt außer. Ja, Abriss ist eh klar, also. Das ist eh klar. Obwohl ihn der Boden und den Füßen zerknallt. Ja, was soll denn das? Ich meine, das ist ja nicht so, als könnte ich mich irgendwo festhalten. Dieses Geräusch heißt für mich immer, ich hab's verkackt. So. Und der hier ist schnell. Okay, es sind wirklich einige. So, hier bin ich. Ja, nee, fuck. Günstiger Mist. Da gehen wir runter. Ah. Ups. Das ist mega ungünstig. In den Anus. Gudi, was war jetzt bei dem Fall Phase überhitzen erstmal, ne? Alter, ernsthaft jetzt? Wo? Wo? Also, sind die noch? Sind die noch verdeckt? Au. Es ist mega aktiv.
uncool. Bist du gestunt, mein Guter? Ach, die... Ach so, der hat die... Der hat hier in den Füßen die Dinger. Ah, okay. Ist okay. Okay. Ist okay. Ich verstehe aber den Sinn hinterm Kampf auf jeden Fall. So, überhitzen wir nochmal das Ding. Das ist doch ein Arsch vor dem Herrn. Ist okay. Ich meine, ich würde es auch auf die Schwierigkeit schieben, die wir haben, oder? Die Soldaten damals mussten gleichzeitig hunderte davon bekämpfen? Easy. Komplett. Gar kein Problem. Könnte ich mir aber schon ekelhaft vorstellen. Könnte ich mir schon ekelhaft vorstellen. Da schau mal einer, guck. Ist aber schon cool hier, ne? Krass. Aber erfährt man das noch, solche Maschinen wie den Horus zum Beispiel, haben die Maschinen sich da selber gebaut und haben sowas gebaut dann, oder? Das würde mich schon interessieren. Wenn man es noch erfährt, dann beachte nicht meine Frage. Oder wurden die ja wirklich für den Menschen auch gebaut? Bau halt einfach nie etwas, was deine eigene Zivilisation auslöschen kann. Was war die Frage? Ob so große Maschinen wie der Horus zum Beispiel, ob solche Maschinen von den Maschinen selber gebaut worden sind oder ob die Menschen die gebaut haben. Verstehst du, wie ich meine? Ob man das noch erfährt. Maschinen bauen sich selbst, aber wer hat dann die erste gebaut? Ja, die Menschen. Die Menschen haben die ersten gebaut. Die Maschinen wurden grantig. Maschinen haben übernommen. Maschinen bauen sich selber. Verstehst du? Man muss nur definieren, was noch als Maschine gilt und was eigentlich schon als selbstständiges Lebewesen gilt. Aber egal. Das würde es zu weit führen. Zum Beispiel auch die Frage mit dem Huhn und mit dem Ei. Ne? Man muss eigentlich nur definieren, was als Huhn jetzt zählt. Das Ding, was das Ei gelegt hat, ne? Wo dann ein Huhn wieder draus schlüpft. Oder das Ding, was aus dem Ei rausschlüpft, dass das ein Huhn ist. Wenn man das definiert hat, dann kann man die Frage auch beantworten. So schaut es nämlich aus. La 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 ba. Bist du irgendwas? Nee, du bist nix, okay. Was habe ich gerade getippt mit dem Ei? Danke, Dr. Sobek. Setzen Sie sich doch. Kein Ding. Sie wollen ja danken, nachdem was sie gesagt hat. Dr. Sobek hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ihr alle danken. Ja, aber ich meine, mein Gott. Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das lässt sich nur mit Blut bezahlen. No, bitteschön.
Wir verbessern die Flotte. Wir hacken irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das? Wir würden Ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Das ist kacke, was? Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihm den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Und das ist im Mutterberg? Lol. Was? Horus ist gefertigt von den Leuten, in deren Büro du warst, von Fascia. Nanana. Und Horus können Todbringer nur Verderber bauen. Oh. Wann können Sie anfangen? Sexy. Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Mutter! Diese Leute getan. Was hat Elisabeth getan? Elisabeth. Kletter schneller, Eloy. Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Komm, bitte. Die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle. Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schattenkaja. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast fehlt es von Eclipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schattenkaja-Militär jagen. Ja, er kann legen, ich hab Stacheldraht. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Nimm halt nur einen Radius. Untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerk-Crash? Verwegen? Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Was war Zero Dawn? Was für eine Superwaffe hat Elisabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten. Aber nicht bevor ihre eigene Welt, die Zivilisation, unterging. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Ich will da hoch. Ich will da runterlaufen. Alles wäre cool. Dann halt nicht. Wie kommen wir hier runter? Hä? Digi, du pfeifst doch aus... Was? Du pfeifst auch aus allen Rohren. Ich wieso? Wo? Ich wieso? Hä, was? Ich hab das Gefühl, das sollen wir nicht runter. Schwierig. Deine Hosen? Meinst du? Die pfeift? Ab und zu, ja. Ab und zu. Ich habe immer das Gefühl, wir sollten hier nicht runter. Schaut nicht richtig aus. Langsam. Oh, guck mal, endlich mal rutschen. Ja. Gib ihm. Vollgas. Geht doch. Oh, darauf habe ich das ganze Game gewartet. Meine Güte. War das jetzt so kompliziert spielen? Nein, war es nicht. Danke.
Ich glaube immer noch nicht daran, dass wir hier lang müssen. Ah, zur Hölle. Au, au, au. So. Wir können uns einfach porten, es geht genauso. Was ist denn hier hinten? Gut, dass wir da schon waren, quasi. Lalalala, ba, ba, da, ba, ba, ba. Da, da, bum, 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 bum. Aber so viele Orte gibt es doch gar nicht mehr. Sag mal, den Ort mit der letzten Energiezelle finden wir denn noch? Storytechnisch? Oder ist es quasi ein Ort, der irgendwo in der Gegend rumpimmelt, den wir noch gar nicht entdeckt haben? Au. Badabum, bum, bum. Au. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. So, der Port dauert natürlich eine halbe Stunde wieder. Beziehungsweise leben wir gleich wieder ohne Texturen. Yay. Es ist wundervoll. Mit der Story. Alles klar. Aber so lange dauert die doch gar nicht mehr. Hm. Also, könnte ich mir halt vorstellen, dass die jetzt nicht mehr allzu lang dauert. Hm. Lass ich mich wohl eines Besseren belehren. Warum nicht? Dieser eine Pixel, ne? Dieser eine verkackte Pixel da in der Ladezeit. Da sind wir ja. Muss in den Texturen. Alle hier? Geil. Jetzt gehen wir noch hinter. Ist das wirklich so? 400 Schritte. Das ist ja schon eine Ecke weg, wa? Fertig. Oh, du bist klug. Komm her, du Ding. So. Ah, es gibt Fragen. Okay, ich wollte gerade sagen, wieso greifen die mich nicht an? Es gibt Sachen, zu denen ich immer noch eine Antwort brauche. Wieso uns die Maschinen hier dann trotzdem angreifen? Die kacken sie. Was soll. Was? Was zum. Ich reite einfach mal hier durch. Oh Gott. Oh Gott, der Lag. Ach so, hier hoch. Achso, oder greifen die mir in erster Linie nicht an, weil ich einfach reite. Aloy, du bist jetzt fast da. Geil. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Einfach durchreiten. Oh, wirklich? Und wer hat dich angebracht? Gut, warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Total. Wie machen wir das? Katzenvideos. Nicht wir. Ich mach ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Was kannst du? Silence? Nein. Das Schweigen im Walde. Deswegen heißt der auch so, Mädel. Na? Wir laden einfach ganz viele Katzenvideos hoch. Das crasht jedes Netzwerk. Nicht? Ach jo. Na, 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 na. Da stellt sich mir auch die Frage, ob das ganze Gebiet hier künstlich erschaffen worden ist, quasi dafür. Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Es ist dunkel. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft.
Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber wieso sitzt er? Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark... Oh Leute, das macht so viel Sinn. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Es macht so viel Sinn. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Es ist ja kein Crash, das ist ja eine Zerstörung davon. Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch, in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Was ist denn der so böse auf einmal? Finde ich nicht okay. Na. Was ist denn mit ihr los? So, meine Lieben. Ich werde mich dabei verpinüppeln. Ja, ich mache jetzt für heute Schluss. Habe ich gespeichert? Ich glaube schon. Ne? Ja, ich glaube schon. Wir machen jetzt für heute Schluss.